Und willkommen zurück, meine Freunde. Hier ist jetzt hier gerade diese Haushaltshilfe. Das war ja dieser Anruf, den wir getätigt haben. Lucy? Es wäre Shabu, mir eine Freude, bei dir zu putzen. Dein Yasna. Haus wird 0, nichts blitzblank sein. Na, hoffen wir es. Deswegen habe ich so viel bekommen. Gut. Dann haben sie beide auf jeden Fall schon mal was geschafft, ne? Aber Mario braucht auf jeden Fall mal ein besseres Bett. Das geht gar nicht. Warte mal, den Stuhl können wir noch da hinsetzen. Fällt mir gerade mal auf. So, Kaufmodus. Stuhl da hinsetzen. Passt. Alles klar. Zwei Stühle haben wir, das reicht ja erstmal. Wir hätten sogar noch Geld für ein Bett. Ja, so ein billiges Bett kaufen wäre jetzt eigentlich schon sinnvoll, oder? Komm, 105, scheiß drauf. Lassen das einfach mal jetzt in diesem Design, das ist uns jetzt scheißegal. Bringt ja eh nichts. Boah, mein Gott. Nee, Mario. Du schläfst hier drinne. In meine Bett. Bett Besitzverhältnisse anpassen. Mario, es gehört dir. Und einmal, dein Bett gehört dir. Moment. So. Alles klar, dann ist es doch gut eingeteilt jetzt. So, Scusi. Einmal soll jetzt erstmal Hausaufgaben machen, ne? Wartet ab. Ich mache jetzt meine Hausaufgaben. In meinen Super Schwimmflossen. Lexo, Aber wenn Snark. das erledigt ist, dann werde ich euch alle töten wahrscheinlich. Alle denken, ich mache Hausaufgaben, aber es ist gar nicht so. Ich mache den ultimativen Plan, wie ich euch alle vernichten kann. Jeden einzelnen. Dich, mich. Dich und mich. Und dich und dich und mich und mich. So ist das richtig. Leider habe ich jetzt keine Ahnung, wie lange diese Folge ist, weil ich mal wieder nicht aufgepasst habe und keine Stoppuhr gemacht habe. Scheiße. Naja, ich nehme mir noch bis 40 auf, dann dürfte es eigentlich okay sein. Endlich verhält sich einmal ein bisschen ruhiger. Wieder eine Stimmungsschwankung erfolgreich überwunden. 25% Hausaufgaben abgeschlossen. Okay. Mario schläfte. Oh, ich werde irgendwann ein Bürgermeister in meinem Traum. Da nicht so wie Hitler, ich bin ja besser als er. Was macht Hitler? Er liest. Ich lese Logik. Totale Logik. Ich weiß haargenau, was ich machen muss. Was will er machen? Karaoke singen. Ja, genau, Hitler, ne? Hitler will Karaoke singen. Das muss man sich mal jetzt irgendwo geben. Die Wäsche wird ja gleich von dieser Person da weggemacht, hoffe ich mal. Ach, die ist ja schon da. Alter. Leider geil. Wie heißt sie? Amber Neville. Cruella de Vil. Cruella. Oh ja, ich hab sauber gemacht. Sauber, 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 sauber. Ich bin gut. Peter King. Geht die auch mit dem Hund raus? Ja, zumindest räumst du gerade diese Scheiße da weg. So, Hundi. Aus Napf fressen, wenn du geschlafen hast. Die mit dem Hund rausgeht, ist mal für mich echt eine wichtige Frage. Aber es ist eine heiße Schnitte, die hier für uns arbeitet. Das ist schon mal sehr gut. Ah, sie macht gerade das Bett, denke ich mal. Geile Sau, los macht das Bett. Ich mach das Bett, ich hab's voll drauf, denn ich bin gut. Alter, ist die geschminkt wie eine Nutte. Wie ein Clown. Okay, alle sehen schon mal ziemlich gut aus. Zerstörung, ja, und will ein bisschen Spiele machen. Das ist okay, das akzeptieren wir. Harndrang. Genau wie Sims müssen auch Hunde auf die Toilette. Wenn der Harndrang einer deines Hundes zu groß wird, sollst du ihn schleunigst nach draußen bringen, um eine Sauerei zu vermeiden. Mario Lümmel wird krank. Lochgraben. Hierhin pieseln. Ja gut. Wenn das möglich ist, ist doch schön. Dann kann er das selbst machen. So. Bist du endlich mal fertig mit deinen Hausaufgaben? Hunger. Verkäuferin für Lebensmittel, Rezeptionistin. Möchtest du als Rezeptionistin im Wellness Center arbeiten? Naja. Es gibt Schnäppchen in Regal 3, 5 und 6, aber das absolute Schnäppchen für den Chef des Supermarktes bist du. Möchtest einmal einen Teilzeitjob im Supermarkt annehmen? 4 Tage die Woche. Alter, wie viel? Das wäre aber leichter mit der Schule zu regeln. Samstag und sonntags. Ja, wäre besser. Oh, sie wollte ihren Job annehmen.
Sie will ein Schaubad nehmen, aber das kannst du vergessen, Schlampe. Das wird nix. So, Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Und willkommen zurück. Ich glaube, die letzte Folge ist ziemlich kurz geworden. Bin mir nicht sicher. Wenn ja, tut es mir fett leid. Okay, nimmt sie die ganze Wäsche auch mit oder lässt sie einfach nur da liegen? Oh, oh, Mauricio. Was ist denn du für ein Problem, Alter? Was macht die eigentlich da? Die nimmt die Wäsche und wirft die auf den Boden. Wie bekloppt muss man eigentlich... Ach du Scheiße. Ja, kein Wunder, so viele Wäscheberge wie hier sind, ne? Oh. Was will der Hund? Zerstörung. Dann soll er zerstören, ne? Alter Eimer, was trägst denn du da, du Schluder? So, warte mal. Extra für meine männlichen Zuschauer mal eine heiße Perspektive hier geben. Oh ja. Eimer Wade hat einen Teilzeitjob angenommen. Sie wird sich immer an den Tag erinnern, als sie beschlossen hat, von der Couch aufzustehen und sich einen Job zu suchen. Naja. Mario wird krank, habe ich gehört. Das ist mir scheißegal, er geht trotzdem arbeiten. Ach ne, Mario will Logik lernen. Stimmt. Hitler will Charisma lernen, oder? Hm. Was braucht man für seinen Job? Charisma, genau. Dann lern doch mal ein bisschen Charisma, Junge. Erstmal, isst du mir bitte was? So, Moment, Abendessen. Macaroni mit Käse und danach stellst du dich vor den Spiegel und tust mal ein bisschen duschen. Erstmal. Und danach reden üben. Los, Hitler, gib mal Gas. Hat der jetzt eigentlich das Buch einstecken? Ja, ne? Passives Spiel zum Sieg. Oh, passives Spiel zum Sieg, liest er. Also, ob das jetzt nicht mal ein bisschen Schicksal ist, ne? Kann man das nicht so weglegen? Weglegen. Scheiß drauf. Und danach soll er schlafen gehen und Ende aus. Bisschen vorspulen. Alter, wie lange arbeiteten die bei uns? Es kostet uns gleich eine halbe Million, wenn die weiter so arbeitet. Nicht verschlucken, Alma. Nicht verschlucken. Schön brav essen lernen. Du kriegst das hin. Ich weiß es. Lass den Teller ruhig liegen. Die lacht dir einfach auch so. Ist die eklig. Ja, das ist schon ein bisschen schäbig, ehrlich gesagt, ne? So. Hitler geht's besser, das ist okay. Soll jetzt mal langsam was essen. Wo bleibt's, Mann? Wie lange dauert das noch, Hitler? Jetzt hat er's. Adolf möchte Meisterkoch, Küchenprofi und Gourmetkoch werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er viel Stunden am Herd schwitzen und seine Nase häufig in Kochbücher stecken. Doch wer so viele Köstlichkeiten auf den Tisch zaubert, wird niemals einsam sein. Na doch, ich glaube Hitler schon. So. Der wird jetzt erstmal in Ruhe essen. Alles erledigt. Das macht dann 125 Simoleons. Teuer, aber gut. Das hat wirklich alles erledigt. Auch die Klamotten sind weg, ne? Jawohl. Naja gut, wenn sie alles erledigt hat, dann scheiß drauf. Dann hat sich das doch irgendwo gelohnt. Muss man ja mal dazu sagen, Freunde. Aber die ist auch lange geblieben. Verkeimt. Mario fühlt sich ein bisschen ansteckender als sonst. Es ist wahrscheinlich angebracht, drin zu bleiben und sich warm zu halten. Die anderen Sims wollen diese Keime nicht. Tja, sollen wir den jetzt krank schreiben lassen oder nicht? Das weiß ich jetzt natürlich gar nicht, ne? So, komm Hitler. Ach, schnell duschen gehen, dann hast du es doch größtenteils geschafft. Später noch auf Toilette, vorher noch ein bisschen reden üben. Bist du gut dabei? Wo ist denn der Hund eigentlich jetzt hin? Keine Ahnung. Interessiert aber auch gar keinen eigentlich. So, Hitler legt das Buch zurück und will schlafen gehen. Ja gut, dann akzeptieren wir diesen Wunsch und lassen ihn einfach schlafen. Scheiß drauf. Er kriegt Hunger, aber schläft noch ein Stündchen. Oder drei. Reste essen, Abendessen essen, Abendessen servieren. Herbstsalat. Okay. Dann hat die einmal früh morgens auch was zum Essen, das ist immer gut. Der Hund ist total verspielt und das um diese Uhrzeit, Alter, das ist doch nicht normal. Wuff, 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 wuff. Ja, der will aber auch Soziales haben. Was macht denn der gerade eigentlich? Herumrennen. Naja, gut, wenn es Spaß macht, ne? Schade, dass Hunde kein Fernsehen gucken können. Sonst könnte man direkt mal diese soziale Leistung da erhöhen.
Etwas Unterstützung bei der Miete gefällig? Du hast jetzt die Möglichkeit, dein Zuhause mit Mitbewohnern zu teilen. Möchtest du mehr über Mitbewohner erfahren? Nein. So, weg damit. Das sieht doch eigentlich recht gut aus in der Wohnung, oder? Der arme Hund, der stirbt an Sozialem. Hund brauchen keine hochgeistigen Gespräche, aber ein bisschen sozialer Kontakt ist unverzichtbar. Wie sollte Snoop Dogg denn auch glücklich sein, wenn er die ganze Zeit alleine ist? Das ist wohl wahr. Ja. Hier ist eine Katze, oder? Hier, freundlich an. Da. Freundlich. Beschnüffeln. Komm, geh doch mal zur Katze raus, dann kannst du doch mal dich ein bisschen anfreunden mit ihr. Was hältst du von dieser super tollen Idee? Och, wie süß die Katze ist. Miauts, miauts, miauts. Geht da nix? Herumrennen. Weil sie schläft wahrscheinlich, ne? Scheiße. Fast wäre es soweit gewesen, ne? Spaß, Hunger, sozial, Harndrang. Och Mann, weck doch mal einer die Katze auf. Was ist das? Jemanden anbellen. Tja. Dann machen wir doch mal, klar, warum nicht? Irgendjemand wird da schon anbellen können. Weißt du was? Hier hingehen. Und vielleicht freundet er sich. Was will er machen? Kauen. Nein, du kaust jetzt nicht. Du gehst jetzt hier erstmal zu der Katze raus. Und vielleicht kannst du dich ja ein bisschen mit dir anfreunden. Das wäre doch mal eine nette Geste, oder? Probieren wir es. Komm, Snoop Dogg, beeil dich mal ein bisschen. Aha, was denkt er sich? Hier. Freundlich. Kontakt knüpfen. Streunende Katze geht nach Hause. Das ist ja doof. Nickerchen machen. Sozial. Energie. Sims stinken nicht gern, aber was noch wichtiger ist, stinkende Sims sind nicht sehr beliebt. Scheiße, Alter. Wir hätten doch die Badewanne lassen sollen. Oder beides halt, ne? So oder so können wir uns das nicht leisten. Nee, aber es bringt nichts. Wir brauchen einfach eine Badewanne. Da habe ich echt Mist gebaut, weil der Hund muss auch gebadet werden. Das war nicht gut durchdacht von mir. So. No. Scheiß den mal kurz dahin. Das kommt dann kurz raus. Das kommt dann so hin. Alles klar. Noch 50 Simoleons, Alter. Morgen können wir uns diese Frau auf jeden Fall nicht leisten, diese Putzfrau. Aber macht ja nichts. Sie schlafen jetzt alle. Normalerweise müsste die Zeit jetzt schnell laufen. Ja toll, jetzt ist Mario wach, weißte. Ist doch ärgerlich. Ein Gericht zubereiten macht er gerade. Hygiene. Danach kann er ja mal duschen gehen. Baden natürlich. Aber gut, das ist ja jetzt nicht so wichtig eigentlich. Mario möchte Meisterkoch und Küchenprofi und Gourmetkoch werden. Ja klar, wissen wir ja. Nach dem Essen gehst du bitte baden. Denn du stinkst. Der Hund geht auch noch aufs Bett. Na gut, Snoop Dogg Hitler ein Flohbad verpassen. Das wäre die beste Idee. Was soll er machen? Was hat er vor? Tierbaden. Ach, hat er so oder so vor. Ja, dann ist er gut. Ja, ihr geht jetzt fein Badi machen. Das steigert auch seine sozialen Fähigkeiten von dem Hund. Denke ich mal. Hat er den Hund schon gebadet jetzt? Nee, hat er nicht. Bade den Hund jetzt. Heute ist Musetag. Genieße das schöne Wetter, drehe ein paar Runden im Pool oder mach einen Rundgang beim Sommerfest. Musetag ist der Tag, an dem du dich von der Arbeit oder Schule erholen und dich entspannen kannst. Heute ist Feiertag. Auf, komm. Wieso badet er den Hund nicht? Warte mal. Eine Poolparty veranstalten. Bade den scheiß Hund jetzt. Los. Komm mal her, Hundi. Du musst dir jetzt eine schöne Bade nehmen. Der Hund sagt doch sogar ja, der will das doch sogar. Warum macht das dann nicht? Ich habe ja mal das fette Gefühl, die Badewanne steht falsch herum. Moment. Mario will sie gerade verwenden, deswegen kann ich da leider nichts machen. Aber gleich dürfte das Symbol weg sein jetzt.
Probieren wir mal diese scheiß Badewanne umzudrehen. So. Ne, die kann man auch von beiden Seiten benutzen. Am Ende ist es doch eigentlich scheißegal, oder? Wieso badet er den Hund nicht? Wie viel Platz brauchen die denn dafür? Nochmal. Tierbaden. Oder der Hund will vorher seine Dings, seine Zerstörung frönen, aber das glaube ich nicht. Gebadet werden. Ja, der Hund will das doch auch. Warte, gebadet werden. Doch, der Hund will's. Aber er kann nicht. Warum denn nicht? Irgendwas steht im Weg. Hier schlafen, hier hinlegen. Warte mal. Was ist das denn hier? Pfütze aufwischen. Wieso kann der nicht gebadet werden? Das macht gerade irgendwie keinen Sinn für mich. Was ist das Problem jetzt? Was glaubt ihr, Freunde? Diese Wasserpfütze kann es ja wohl schlecht sein, oder? Nochmal, es gibt auch Hitler baden. Auf, komm. Es geht nicht. Aber davor konnte man den Hund doch auch baden. Oh, fucking shit, Alter. Einfach nur ärgerlich. Was ist, wenn ich die Badewanne so drehe und hier hinstelle? Okay, das passt nicht. Alles klar. Aber wieso geht es dann hier nicht? Moment. Was wäre, wenn? Geht es jetzt vielleicht so? Kann man den Kopf ja immer noch hier in die Ecke stellen? So. Nochmal. Snoop Dogg baden. Los geht's. Jetzt muss es doch aber verdammt nochmal klappen, oder? Tja. Wieso klappt das nicht? Er kann nicht rein, oder was? Weil er auf diesem Fleck schon steht. Warte mal, wenn ich das hier rausmache. Ich blicke hier gerade nicht durch, ne, Freunde? Ich blicke hier gerade verdammt nochmal nicht durch. Fähigkeit lernen. Hat der Platz, wenn dieser Korb weg ist? So, jetzt. Warte mal, wir lernen ihm irgendwas später. Jetzt bade diesen verdammten Hund. Es geht immer noch nicht. Okay. Ich reiß diese Wand jetzt hier ab. Ist scheißegal. Und jetzt lassen wir den Hund verdammt nochmal baden. Oh, die verstehen sich ja hier. Wer hätte das gedacht? Naja, Kauz und Kauz. Kauz sich halt gerne. So. Geht das jetzt? Ah, jetzt geht's. Okay, Hitler wird hier gerade ein bisschen... Ah, ne, der spielt mit dem Handy rum, statt der wird wahnsinnig. So, beobachten wir die nochmal beim Baden. Scusi, mach ich dich hier schön sauber. Guck mal. Ah. Dieser eine Floh weg und dieser andere Floh weg. Ist kein Problem. Ich bin eine gute Italiener. Ich mache dir alles sauber. Und später, wenn ich Arzt bin, dann mache ich deine Niere untersuche oder deine Harnblase. Das ist gut. Und deine, wie heißt das? Deine Endedarm. Mache ich untersuche mit Fingerli. Mit ein paar Wischbewegungen des Fingers hat Adolf Hitler die umfangreiche digitale Welt der sozialen Netzwerke für sich entdeckt. Vom Texten bis hin zum Blogger. Sein individuell einstellbares Smartphone wird Adolf mit neuen Apps und vielem mehr versorgen. Moment. Was einmal ist ein böser Sim und freut sich diebisch, wenn andere etwas Schlimmes widerfährt oder das Schicksal zuschlägt. Fahre mit der Maus über die Einträge in der Simologie, um die Vorteile der einzelnen Merkmale zu erfahren. Es gibt davon keine Vorteile. Stimmt, die haben ja ein Handy. Wo ist das Handy? Soziale Gruppe, Telefonanstellung, Immobilien, Reiseservice, Jobs und Angebote. Lebenslauf hochladen. Okay. Da brauchen wir eigentlich gar kein Telefon. Fällt mir gerade mal auf.
So, warte mal. Dann verkauft mir auch das Telefon. Zack. Es bringt nicht viel Geld, aber es bringt Geld, ne? Heute ist Donnerstag, wieso arbeitet denn heute keine Sau? Lee, Lee. Heute ist Musetag. Usch, Nasinerb. Ja, komm, Hitler, geh mal jetzt raus. Mario will hier, ne? Pfütze aufwischen. Wisch das erstmal auf und dann ist okay. Ach ja, hoch, was ist da los? Die Demütigung versteckt ihren hässlichen Kopf hinter einer Menge beleidigter Kommentare. Wegen Kontakte knüpfen, das ist schlecht. Dein Sim muss mal, und zwar dringend. Ja, dann geh doch. Mario. Ja, gut, was will man machen, ne? Wenn alle im Weg stehen, dann muss man sich halt so ein bisschen helfen. Boah, ich bin hier komplett im Stress, ne? Immer irgendwas Neues. Hier dem Essen geben und dann das nicht und dann das und dann. Aber in der nächsten Folge gucken wir, wie wir es weitermachen. Tschüss.